Pleasant Surprise. Ein Harry Potter One-Shot von Coco 82. Gelesen von Mondniffler. Einen wunderschönen guten Tag, die Damen. Mein Name ist Madame Malkins und ich heiße Sie herzlich in meinem kleinen Paradies willkommen. Wurden Ginny und Hermine überschwänglich von einer älteren, stämmigen Hexe begrüßt. Wie kann ich Ihnen helfen? Setzte diese mit einem freundlichen Lächeln auf den rot geschminkten Lippen hinterher. Wir brauchen Kleider für den Abschlussball auf Hogwarts, erklärte Hermine, während sie mit den Augen bereits die Kleiderstände absuchte. Haben Sie denn schon eine ungefähre Vorstellung? Fragte Madame Malkin bereits Sekunden abschätzend. Ich würde mich gern noch etwas umsehen, antwortete Ginny, bevor sie sich Hermine zuwandte. Du weißt schon, welche Farben du gerne haben möchtest, oder? Ja, ich habe schon eine ungefähre Vorstellung, wie mein Kleid aussehen soll, bestätigte Hermine munter. Fein! Die ältere Dame nickte und ging auf Hermine zu. Dann kommen Sie mal mit und Sie können sich in Ruhe umsehen, wenn Sie mögen. Madame Malkin bedeutete Hermine mit der Hand, in eine bestimmte Richtung zu gehen, während sie Ginny mitteilte, wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Kendra. Dabei zeigte sie auf eine hübsche junge Frau. Diese war gerade hinter einem Paravent hervorgekommen. Sie wird Ihnen sicherlich gerne helfen. Die Besitzerin des Modeladens verschwand, mit Hermine hinter einem weiteren Paravent. Ginny konnte hören, wie Hermine und Madame Malkin in Diskussionen über das zukünftige Kleid der Braunhaarigen aufgingen. Belustigt schüttelte Ginny den Kopf und versuchte sich in dem kleinen, total vollgestellten Raum zurechtzufinden. Ihr Blick glitt über Stoffe in allen nur erdenklichen Farben. Zielsicher steuerte sie die rote Ecke an. Ginny war sich sicher, dass sie noch nie so viele verschiedene Rottöne gesehen hatte. Wo auch. Sie hatte bisher nie das Geld gehabt, um bei Madame Malkin einkaufen zu gehen. Ginny seufzte leise. Mehr als Umhänge aus zweiter Wahl hatte sie nie besessen. Doch sie hatte sich bereits am Anfang ihrer Schulzeit geschworen, dass sie ihr Abschlusszeugnis in einem wunderschönen, nagelneuen Kleid entgegennehmen würde. Dafür hatte sie 7 Jahre lang jeden Knut und Sickel gespart. Und jetzt war es endlich soweit. Ginny versuchte gerade, den Unterschied in einigen Farbnuancen zu erkennen, als sie hinter sich eine, wenn auch vertraute, aber trotzdem verhasste Stimme hörte. »Das würde ich an deiner Stelle lassen, Weasley. Rot beißt sich mit deinen Haaren.« Ginny wirbelte herum, verfing sich in den meterlangen Stoffbahnen und fand sich kurz darauf in den Armen von Draco Malfoy wieder. Ein anzügliches Grinsen zierte seine Lippen. »So erfreut mich zu sehen?« fragte er mit hochgezogener Augenbraue. »Sicher«, antwortete Ginny ironisch. »Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, Malfoy.« Sie versuchte, sich aus der unfreiwilligen Umarmung zu befreien, doch Draco hielt die junge Hexe fest an sich gedrückt. »Lass mich los, Frettchen«, zischte Ginny. »Bist du dir sicher, Ginevra?« Ginny stutzte, weil er ihren vollen Namen benutzte, und doch nickte sie leicht. »Ganz sicher«, fragte er noch einmal in einem Tonfall, in dem Ginny ihn noch nie hatte sprechen hören. Wenn er sich hier nicht um einen Malfoy drehen würde, würde sich eine Stimme beinahe liebevoll anhören, schoss es Ginny durch den Kopf. Wieder nickte sie leicht und starrte ihn dabei gebannt in die grauen Augen. »Schade«, seufzte er leise. So leise, dass sich Ginny schon kurz nach diesen Worten nicht mehr sicher war, ob er es überhaupt gesagt hatte. Sie sah ihn sprachlos an. Nachdem er sie vorsichtig ein wenig von sich geschoben hatte, ohne den Kontakt ihrer Körper vollständig aufzugeben, strich er sich eine seiner blonden Haarsträhnen aus dem Gesicht und lächelte sie leicht an. Ginny zweifelte in diesem Moment sehr stark an ihrer Wahrnehmung. Ein Draco Malfoy lächelte keine Blutsverräterin an. Ganz sicher nicht. Aber er tat es. Sie sah ihm in die sturmgrauen Augen und versank. Sie starrten sich noch immer sehr nah und Ginny konnte jede Einzelheit in seinen Augen bewundern. Täuschte sie sich oder verringerte sich der Abstand zwischen ihnen unmerklich? Ginny hielt unwillkürlich den Atem an. Sie konnte es nicht glauben. Hatte sie da tatsächlich einen Moment mit Draco Malfoy? Sein unaufdringliches, aber herbes Parfum kroch ihr in die Nase. Bevor sie es verhindern konnte, seufzte Ginny leise
was ihm ein verschmitztes Lächeln auf die Lippen zauberte. Das schrille Kläffen eines Hundes ließ beide auseinanderfahren, als ob sie sich an jeweils anderen verbrannt hätten. Dabei verheddete sich Ginny endgültig in den scheinbar endlosen bittern Stoff und landete unsanft auf dem Boden. Nur Sekunden später hüpfte ihr ein kleines, blondes Etwas auf den Schoß und schlägt ihr einmal quer über das Gesicht. Bäh, Igitt, geh weg! Fauchte Ginny den kleinen Chihuahua-Rüden an. Dieser ließ sich davon jedoch nicht beirren und tutte weiterhin auf ihrem Bauch herum. Brutus! Hörte Ginny eine weibliche Stimme leise rufen. Köter, komm her! Wenn dich bei den Melkens sieht, hat man Brutus! Ginny musste unwillkürlich lachen. Du bist also Brutus, ja? Vorsichtig schob sie den kleinen, aufdringlichen Hund von sich und rappelte sich auf. Das Fellknäuel sprang kläffend an den Beinen der jungen Hexe hoch, als die hübsche Verkäuferin, die bei den Melkens als Kendra vorgestellt hatte, um den Kletterständer lugte und sich wortreich bei Ginny entschuldigte. Nachdem die Rothaarige ihr versichert hatte, dass nichts passiert sei und dass sie bei dem Melkin auch nichts von den Vorkommnissen erzählen würde, nahm Kenjo ihren Hund und verschwand leise mit dem Tier schimpfend hinter einer Tür. Ginny sah sich im Verkaufsraum um. Ein komisches Gefühl machte sich in ihr breit. Draco war nirgends zu sehen. Etwas enttäuscht machte sie sich wieder auf die Suche nach dem passenden Stoff. Völlig in Gedanken versunken, durchquerte sie den Raum. Aus ihren Tagträumen erwachte sie erst, als sich ihre Finger um einen kühlen, gelben Stoff schlangen. Sie betrachtete ihren Fund und musste sich eingestehen, dass Draco vermutlich recht hatte. Rot würde sich furchtbar mit ihren Haaren beißen. Ein frustriertes Schnauben entrang sich ihrer Kehle. Sie zog den Stoff aus dem Regal. Sie würde Kendra um Rat bitten. Ginny erblickte Kendra, die nicht wirklich fröhlich aussah, in der Abteilung mit Stoffen für Hemden. Sie schien beinahe panisch nach etwas zu suchen. »Meinen Sie, ich finde heute noch ein passendes Hemd?« vernahm die Hexe die überaus gelangweilte Stimme von Draco, die hinter einem der Sichtschutze hervorkam. Ginny kniff die Augen zusammen und sah, dass Kendra noch blasser wurde, als sie schon vorher gewesen war. »Ich meine, wenn es Ihnen nicht so viel Umstände macht.« Ertönte wieder Dracos Stimme, aber diesmal lag eindeutig ein leicht aggressiver Ton in ihr. »Dann kann ich mich auch gerne bei der Konkurrenz umsehen.« »Nein, Mr. Malfoy, Sie, ich habe gleich etwas gefunden.« stotterte Kendra und wandte sich eilig dem nächsten Regal zu. Neugierig ging Ginny ein Stück näher an den Paravent heran. Sie strich hier über einen Stoff und betrachtete dort ein Muster genauer. Als die Rothaarige den Paravent beinahe erreicht hatte, stürzte Kendra an ihr vorbei, wobei sie Unmengen an verschiedenen Stoffen an den Arm trug. »Ich dachte schon, Sie wollen mich hier versauern lassen«, zischte Draco die junge Verkäuferin an. Ginny konnte ihre Wut an den blonden Malfoy-Erben kaum zügeln. »Dieser eingebildete Schnösel«, schnaufte die Rothaarige, krampfte ihre Arme fest auf den gelben Stoff und trat mit erhobenen Haupten den Paravent hervor. »Entschuldigen Sie bitte«, säuselte sie mit zuckersüßer Stimme. »Kendra, ich müsste Ihre Hilfe einmal kurz in Anspruch nehmen.« Malfoy und Kendra wirbelten herum. Der Zauberer wirkte im ersten Moment überaus unerfreut über die Störung. Aber dann hielt ein leichtes Lächeln auf sein Gesicht Einzug. Kendra, die gerade dabei war, den jungen Kunden einige Stoffe zu präsentieren, wurde schlagartig noch blasser, wenn das überhaupt noch möglich war. Sie müssen sich noch einen Moment gedulden, setzte Kendra stotternd an, doch Malfoy unterbrach sie. Aber nicht doch, Kendra, sagte er und schüttelte sanft den blonden Kopf. Sie werden doch einer solch bezaubernden Dame ihre Hilfe nicht verwehren, oder? Nein, Sir, natürlich nicht, sagte die Verkäuferin demütig. Sie legte die hellen Hemdstoffe auf einen kleinen Tisch ab und schritt langsam auf Ginny zu. Wie kann ich Ihnen denn helfen, Miss? Fragte Kendra, ohne Ginny dabei anzusehen. Ich würde gerne wissen, ob Sie mir aus diesem Stoff ein schönes Kleid zaubern können und ob diese Farbe gut zu mir passen würde,
sagte Ginny und musste sich zwingen, ihre Augen von Draco zu nehmen, der mit nacktem Oberkörper auf einem kleinen Podest stand. »Wir können diese Farbe so lange anpassen, bis sie ihre Vorstellungen entspricht.« Kendra stotterte nicht ganz so schlimm, wenn sie nicht über diesen Ekel sprechen musste. Das stellte Ginny fest. »Ich bediene nur Mr. Malfoy und dann bin ich für sie da«, sagte Kendra leise. »Das wird nicht nötig sein, Kendra. Ich habe Zeit und werde warten«, sagte Draco, und sowohl Kendra als auch Ginny sah den jungen Mann ungläubig an. »Ich denke, sie sollte dieses...« Draco beugte angewidert den gelben Stoff in Ginnys Arm. »Dieses Ding anprobieren. Ich bin gespannt, was sie daraus zaubern werden. Derweil werde ich mich umsehen und ihren Job machen lassen«, sagte Draco mit einem bösen Blick auf Kendra und verschwand, halbnackt, wie er war, im Laden. Sie sah dem blonden Mann hinterher und musste sich zwingen, ihren Mund wieder zu schließen. »Ich denke, er wird jetzt eine Weile im Laden sein. Wir sollten ihnen einen Schnitt aussuchen und ein schönes Kleid zaubern, bevor er zurückkommt«, schlug Kendra, zwar ohne zu stottern, aber eindeutig mit einer gewissen Angst in der Stimme vor. Sie drängte die rothaarige Hexe zu dem kleinen Podest, auf den zuvor noch Malfoy gestanden hatte. Ginny sah sich unsicher um. Kendra hatte ihr den Stoff abgenommen und schien auf etwas zu warten. Worauf wusste sie allerdings nicht, und das bereitete ihr Unbehagen. »Warum sehen Sie mich so an?«, fragte Ginny etwas schärfer als beabsichtigt, was Kendra zusammenzucken ließ. »Sie müssen mir erlauben, sie zu entkleiden, sonst kann ich meinen Zauberstab nicht verwenden«, klärte Kendra die Frage auf. Unsicher nickte Ginny der Verkäuferin zu. Auch Kendra nickte leicht, zog ihren Zauberstab und murmelte einen Spruch. Plötzliche Kälte umspielte Ginnys schlanke Körper. »Brauchen Sie auch etwas Unterwäsche, Schuhe oder Schmuck?«, fragte Kendra ganz geschäftsmäßig. Ginny zuckte unschlüssig mit der Schulter. »Ich denke, Schuhe und Unterwäsche brauche ich, aber Schmuck...« Ginny sah Kendra verlegen an. »Schmuck kann ich mir nicht leisten.« Kendra nickte, drehte sich um und ging zu einem der Tische, die sich überall im Laden befanden. Sie schien etwas zu suchen, konnte es aber unter den Bergen an Stoffen nicht finden. »Ich bin gleich zurück. Ich hole nur schnell den Katalog mit der Unterwäsche, damit Sie sich welche aussuchen können«, sagte sie freundlich und wimmelte aus dem abgetrennten Bereich. Ungläubig sah Ginny der Verkäuferin hinterher, die sie hier in Unterwäsche warten ließ. Etwas unwillig drehte sich die Rothaarige zum Spiegel und betrachtete sie ausgiebig. Im Stillen dankte sie Merlin, dass sie sich heute Morgen für ein zueinander passendes Wäscheset entschieden hatte. Der Push-Up-BH aus schwarzem Tüll und die unheimlich tief sitzende Panty mit zarten silberfarbenen Stickereien schmeichelte ihren Körper. Sie atmete hörbar aus, als sie feststellte, dass sich aufgrund der Kühle im Raum ihre Brustwarzen aufgestellt hatten. Sie verengte ihre Augen zu schmalen Schlitzen und wirbelte herum, als sie ein leichtes Keuchen wahrnahm. »Schön, schön, schön«, raunte Draco anerkennend. »Ich hätte nicht gedacht, dass unter diesen einfachen Sachen ein solcher Körper stecken würde. Allerdings...« Er zog den Zauberstab und richtete ihn auf Ginny, was diese entsetzt aufkeuchen ließ. »Würde dir das so...« Er vollführte einen Schlenker, und sie merkte, dass sie für Millisekunden von einem heißen Schauer umgeben war. »Besser stehen.« Zufrieden betrachtete er sein Werk. »Was soll das, Malfoy?« fragte Ginny. »Was soll was?« fragte er grinsend und niete sich an den Tisch. »Warum hackst du an mir herum?« Sie musste den Drang widerstehen, sich sein Werk anzusehen. Dracos Grinsen wurde noch breiter, als er sich langsam aus ihr zubewegte. Er betrat in einer geschmeidigen Bewegung die unterste Stufe des Podestes und blieb stehen. »Weil du mir so besser gefällst«, sagte er sanft und griff nach ihrer Hand. Sie hätte sich selbst am liebsten einen Fluch auf den Hals hetzen können, weil ihr verräterischer Körper auf Draco reagierte. Zu ihrer Bestürzung schwappten noch immer heiße Wellen durch ihr Organismus.
Er hauchte ihr einen Kuss auf den Handrücken und raunte mit ungewohnter tiefer Stimme. Ginevra. Wer ist das und was hat er mit Draco Malfoy gemacht? Schoss es Ginny durch den Kopf. Zaghaft versuchte sie ihm ihre Hand zu entziehen, was ihr aber nicht gelang, weil er sie fest mit seiner eingeschlossen hatte. Mit geweiteten Augen sah Ginny ihn an, wie er auch die zweite Stufe des Podestes entklomm und nun direkt vor ihr stand. »Was?« setzte die Hexe unsicher an. Er lachte leise auf und sie wusste nicht, wohin sie sehen sollte. Vor sich und direkt auf Augenhöhe auf seine nackte, muskulöse Brust oder ein Stück weiter oben auf seine unglaublich faszinierenden Augen. Ihre Überlegungen, wo sie denn am besten hinsehen sollte, wurden abrupt unterbrochen, als er seine Hände hob und sie zärtlich an den Schultern berührte. Sie erschauderte, seine warmen, feingliedrigen Finger streichelten sanft über ihre nackte Haut. Dort, wo er sie berührte, entstand nur Sekunden später eine Gänsehaut. Genießend schloss sie die Augen. Bestimmt, aber doch sanft, drehte er die rothaarige Hexe um, sodass sie mit dem Rücken zu ihm stand. Ein Schauer jagte den nächsten. In einem Moment war ihr kalt und im nächsten heiß. Eine seiner Hände suchte einen Weg über ihren Arm, zur Schulter. Sein warmer Atem streifte die nackte Haut an ihrem Hals und Ginny bog den Kopf leicht, um ihm besseren Zugang zu gewähren. Sie wusste nicht warum, aber Draco hatte eine eigenartige Wirkung auf sie. »Mach die Augen auf, Ginevra«, hauchte er ihr direkt ins Ohr. »Nein«, schrie sie innerlich. Sie wollte nicht sehen, wie billig sie sich ihm verkauft hatte. Sie hatte sich nicht gewehrt. »Bitte, Ginevra, mach die Augen auf«, hauchte er ein weiteres Mal und platzierte einen sanften Kuss unterhalb ihres Ohrs. Resigniert begab sie sich in ihr Schicksal. »Dann soll auch die ganze Schule über meine Dummheit lachen«, beschloss sie und öffnete langsam die Augen. Ginny erstarrte zur Salzsäule. Hätte er nicht hinter ihr gestanden und sie mit seinem Körper gestützt, wäre sie nach hinten umgefallen, wie ein gefällter Baum. »Bei Merlin«, keuchte sie erschrocken auf und schlug sich die Hand vor den Mund, was dem Blonden ein belustiges Schnauben entlockte. Ginny hatte mit vielem gerechnet, auch damit, dass sie sich jetzt völlig nackt vor ihm präsentieren würde. Doch sie war alles andere als nackt. Ginny trug ein Kleid, einen smaragdgrünen, schulterfreien Traum aus Seide. »Und, gefällt es dir?«, fragte Draco leise. Ihre absolute Aufmerksamkeit lag auf ihrem Spiegelbild. Das Kleid passte perfekt. Er schmiegte sich eng an ihre Brust und zauberte ein umwerfendes Dekolleté, was nicht zuletzt an dem mit kleinen, silbrig glitzernden Kristallen besetzten Rand lag. Es umspiegelte zart ihre Teile, ohne auch nur eine Falte zu werfen, und verlief, ab der Hüfte leicht ausgestellt, in fließenden Bahnen bis zum Boden. An ihrer linken Hüfte teilte sich die grüne Seide und gab den Blick auf eine weitere Stoffschicht frei, die im Licht leicht silbrig glänzte. Ginny holte geräuschvoll Luft. »Da du den Mund noch immer so offen stehen hast, gehe ich mal davon aus, dass es dir gefällt.« Nur langsam erwachte Ginny aus ihrer Starre. »Doch, es ist echt nett«, gab sie widerstrebend zu. »Aber es ist nicht ganz meine Farbe.« »Nett?«, fragte er kopfschüttelnd. »Das Kleid ist perfekt, Ginevra.« Die sanfte Berührung seiner Haare an ihrem Hals sendete kleine Stromstöße durch ihren Körper, die Ginny zischend die Luft ausstoßen ließen. »Es gefällt dir also nicht?«, fragte Draco. Ginny meinte ein wenig Enttäuschung in seiner Stimme wahrzunehmen. »Doch«, stellte sie deswegen schnell klar. »Ich trage nur kein Grün.« Bevor Draco etwas erwidern konnte, betrat Kendra den abgetrennten Bereich. »Es tut mir leid, ich konnte...« erzählte sie munter, doch als sie Draco sah, brach sie mitten im Satz ab. Obwohl Ginny als auch Draco waren herumgewirbelt und sahen die stocksteife Kendra an. Gerade als Kendra einen Schritt rückwärts machte, hielt Ginny sie zurück. Nachdem die Verkäuferin, die auf etwas zu warten schien, nicht sofort antwortete, runzelte Ginny die Stirn und sprach sie noch einmal an. »Kendra?«
Ja, hauchte sie leise und trat auf das junge Paar zu. Draco stieg von dem Podest und machte sich auf der Couch bequem, die dort extra für die warteten und meistens männlichen Käufer platziert worden war. Nach einer halben Ewigkeit und mindestens 20 verschiedenen Farbvariationen spielte Ginny der Kopf. Sie konnte sich für keine entscheiden. Keine gefiel ihr wirklich, außer das Smaragdgrüne am Anfang. Doch dies hätte sie selbst unter Folter nicht zugegeben. Kendra und sie waren gerade bei einer karmesinroten Variante mit goldenen Unterrock angekommen, als sie ein verächtliches Schnauben aus Richtung der Couch wahrnahm. Ginny wandte sich mit einem bösen Blick an Draco. »Es ist mein Abschlussball und auch mein Kleid!« fauchte sie. »Ginevra, du vergisst, dass es auch mein Abschlussball ist!« knurrte er sie an. »Dafür kann ich auch nichts. Wenn sich deine Eltern nicht Voldemort angeschlossen hätten, dann müsstest du deinen Abschluss jetzt nicht mit mir zusammen machen.« Ginny zuckte nach ihren eigenen Worten zusammen. Sie hatte ihn nicht verletzen wollen. Nicht so. Aber der entsetzte Ausdruck in seinen Augen und die steife Körperhaltung, die er beim Aufstehen hatte, zeigte deutlich, dass er mit einem solchen Tiefschlag von ihr nicht gerechnet hatte. Bevor er sich irgendwie äußern konnte, sagte die Rothaarige zu der Verkäuferin, »Ich würde das Kleid gerne so nehmen. Packen Sie es mir ein, während ich schnell nach meiner Freundin gucken gehe?« »Gerne«, antwortete Kendra, hexte Ginny das Kleid vom Körper und ihre Alltagskleidung an. Ohne ihren Blick noch einmal auf Draco zu richten, verließ sie den Bereich und eilte zu Hermine. Als die beiden Freundinnen nach einer Weile in den Verkaufsraum traten, stand Draco Malfoy im Kassenbereich und schrieb in einem Buch. Er verabschiedete sich mit einem knappen Kopfnicken von Kendra und schritt aus dem Laden. Ginny seufzte. Sie hatte ihn scheinbar wirklich getroffen. Sie musste sich bei ihm entschuldigen. Die beiden Hexen bezahlten ihre Beute und machten sich auf in den tropfenden Kessel, um von dort nach Hogwarts zu reisen. Die jungen Frauen hatten den Laden kaum verlassen, als Lucius Malfoy aus einem Nebenraum trat. »So viel Diskretion hatte ich Ihnen gar nicht zugetraut, Kendra.« »Sie haben doch gesagt...« setzte Kendra an, wurde aber rüde von dem blonden Mann unterbrochen. »Ich weiß, was ich gesagt hatte. Haben Sie sichergestellt, dass das Kleid der jungen Miss Weasley auch rechtzeitig die Farbe wechselt?« »Ja, Sir. Es wird am Abend des Abschlussballes die Farbe haben, die Ihr Sohn bevorzugt«, stotterte Kendra. »Sehr schön. Und sie kann es auch nicht zurückhexen?« »Nein, Sir, das ist unmöglich«, bestätigte die Verkäuferin. »Gut, Sie sind ja doch zu etwas zu gebrauchen«, sagte Lucius anerkennend. »Dann stellen Sie jetzt den passenden Anzug für meinen Sohn zusammen. Ich möchte schließlich, dass dieser Abend für Draco unvergesslich wird.« »Ja, Mr. Malfoy«, sprach die Verkäuferin demütig und so das Gewünschte zusammen. »Liefern Sie es meinem Sohn nach Hogwarts. Ich habe schließlich noch anderes zu tun, als hier noch ewig zu warten.« Mit diesen Worten trat Lucius Malfoy durch die Tür von Madame Malkins Geschäft. Sie hatte die Augen geschlossen und atmete den beruhigenden Duft des Badewassers tief ein. Ginny lag nun schon seit einer Stunde in dem warmen Wasser der Badewanne und versuchte, ihre Gedanken nicht bei Draco zu verweilen zu lassen. Sie war noch nicht dazu gekommen, sich bei dem blonden Zauberer zu entschuldigen. Immer wenn sie den Mut gefasst hatte, dann trat einer ihrer Freunde zu ihr oder er war, wie fast immer, von einer Horde Slytherins umgeben. Ginny fühlte sich schlecht. Sie wollte diese Sache unbedingt aus der Welt schaffen. Heute würde sie es schaffen. Heute musste sie es schaffen. Es war ihr letzter Abend auf Hogwarts. Und vielleicht hatte sie danach nie wieder die Chance, mit Draco zu reden. Entschlossen griff Ginny zum Shampoo und schäumte ihre Haare ein. Ginny und Hermine hatten beschlossen, dass sie sich gegenseitig beim Aufstehen helfen würden. So kam es auch, dass Ginny das Badezimmer von Hermines Schulsprecherraum in Beschlag genommen hatte. Die braunen Haare wibbelte in Unterwäsche durch den Raum und sang leise ein Lied. »Ginny, du sollst jetzt langsam aus der Badewanne rauskommen«, trällerte Hermine. »Bin schon auf dem Weg«, antwortete diese. Als Ginny in das Zimmer trat, war Hermine gerade dabei, ihre langen, braunen Haare auf den Lockenwickel zu drehen. »Warte, ich helf dir«, bot Ginny an,
trat hinter Hermine und legte Strähne für Strähne über große, bunte Klettwickler. »Danke«, sagte Hermine, als alle Haare aufgedreht waren. Die jungen Frauen halfen sich gegenseitig beim Anziehen der Kleider. Hermine sah in ihrem braunen Kleid einfach umwerfend aus. Das dunkelbraune Kleid, das im Nacken durch zwei Bänder gehalten wurde, hatte einen unheimlich tiefen Rückenausschnitt. Das eng anliegende Corsagenoberteil war durch ein hellbraunes Band vom Unterteil getrennt und der Stoff fiel in weichen Bahnen etwas ausgestellt bis zum Boden. Ein leichter Sommerschall rundete das Bild harmonisch ab. »Wow, du siehst toll aus, Meini«, staunte Ginny. Hermine hat ein leichtes Make-up aufgelegt und musste nun noch in ihre Schuhe steigen. »So, jetzt bist du dran«, entschied Hermine. »Ich habe dein Kleid noch nicht gesehen und ich bin ganz neugierig«, plapperte die Braunhaarige munter. Etwas zerknirscht packte Ginny das karmesinrote Kleid aus dem Kleiderbeutel und zog es sich an. Sie war mit der Farbe schon im Laden nicht mehr zufrieden gewesen. Aber sie konnte nach der Auseinandersetzung mit Draco einfach nicht so tun, als wäre nichts passiert. Sie seufzte. »Ginny, was ist los?«, fragte ihre Freundin. Die Angesprochene atmete noch einmal tief durch und erzählte Hermine von ihrer Begegnung mit Draco Malfoy. »Und das macht dir jetzt so zu schaffen?«, fragte Hermine ungläubig, nachdem Ginny sich alles von der Seele geredet hatte. »Meine, ich hätte ihm das nicht an den Kopf werfen dürfen«, empörte sich Ginny. »Dann hätte er dich nicht provozieren dürfen«, konnte Hermine mit entschlossener Stimme. »Wir gehen jetzt auf den Ball und feiern.« Die Rothaarige sah die andere Hexe unsicher an. »Du wirst sie doch nicht davon den Abend versauen lassen«, fragte Hermine. »Nein, eigentlich will ich das nicht. Aber ich muss es mit ihm klären, Meini. Ich fühle mich so schlecht. Er war so nett zu mir, hat mir dieses tolle Kleid gezeigt und war so anders«, erklärte die Jüngere. »Man könnte meinen, du empfindest was für dieses arrogante Ekel-Genie«, sagte Hermine verächtlich und zupfte dabei eine Strähne aus Ginnys Hochsteckfrisur. Der Weasley-Spross antwortete darauf nicht, was Hermine um den Stuhl herumgehen und ihre Freundin ansehen ließ. »Nein, das ist nicht möglich«, ungläubig schaute die Braunhaarige auf die andere herab. »Ginny, sag, dass es nicht dein Ernst ist«, rief Hermine erschrocken. »Warum?«, brauste Ginny auf. »Warum denn nicht? Was ist so schlimm daran?«, schrie sie die Freundin an. »Und was ist mit Harry?«, fragte Hermine. »Ich weiß es nicht, Meini. Ich bin selbst ganz verwirrt. Harry ist lieb, ich mag ihn, aber er ist eher so wie ein Bruder für mich«, erklärte die rothaarige Hexe nun wieder darauf. »Draco ist anders. Er ist sexy, charmant.« Auf Hermines Schnauben hin setzte Ginny noch ein. »Wenn er will«, hinterher. Hermine seufzte schwer. »Du musst es Harry sagen«, versuchte sie Ginny klarzumachen. »Er macht sich Hoffnungen, Ginny. Er hat nicht verstanden, warum du ohne Begleiter zum Ball gehen wolltest.« »Ich weiß doch, dass ich es ihm sagen muss. Ich will ihn aber nicht verletzen. Außerdem würde er es nie verstehen«, resignierte sich Ginny auf das Bett von Hermine nieder. Sie kämpfte mit den Tränen. Hermine setzte sich neben sie und nahm sie in den Arm. »Er wird es verstehen, Ginny, da bin ich mir sicher. Und was Draco angeht, ich bin alles andere als froh, aber wenn du es so willst, dann ist es so«, sagte die Ältere und streichelte der Jüngeren über den Rücken. »Bist du soweit?« Ginny nickte und ließ es zu, dass Hermine sie noch einmal in den Arm nahm, um sie dann sanft aus dem Zimmer zu schieben. Es war Zeit. Sie würde mit Draco sprechen. Heute. Die große Halle von Hogwarts war festlich geschmückt. Überall hängen die Banner der Häuser und das Wappen von Hogwarts. Die Haustische waren verschwunden und viele kleine Tische, an denen maximal 8 Personen Platz fanden, standen um einen freien Bereich in der Mitte herum, der die Tanzfläche bildete und auf der schon etliche Schüler ausgelassen tanzten. Von überall hörte Ginny lachende Jugendliche. Sie unterhielten sich und sie flirteten ungeniert miteinander. Die Rothaarige seufzte. Sie hatte mit Hermine, Ron, Parvati und Harry an einem Tisch gesessen und zu Abend gegessen.
Immer wieder war ihr Blick zu den anderen Tischen geglitten, aber Draco hatte sie nicht gesehen. Erst als sie sich von ihrem Platz erhoben hatte, um draußen frische Luft zu schnappen, erblickte sie Draco in dem üblichen Pulk aus Slytherins. Draco sah zum Anbeißen aus. Er trug einen dunkelgrünen Anzug, der beinahe schon schwarz wirkte, und ein silbrigglänzendes Hemd. Ginnys Kehle schnürte zu. Ginny betrat die Schlossgründe von Hogwarts, über die schon die Dunkelheit hereingebrochen war. Sie würde alles hier so schrecklich vermissen. Langsam ging sie den Kiesweg zum See hinunter. Sie betrachtete die schwarze Oberfläche, die sich leicht im Wind kräuselte. Es war eine laue Sommernacht, und doch stellten sich die Härchen auf Ginnys Haut auf. Sie strich sich über die Arme und spürte plötzlich eine unerklärliche Wärme. Ihr ganzer Körper kribbelte. Die junge Hexe wurde von einer heißen Welle überschwemmt. Kurzzeitig hatte sie das Gefühl, nicht atmen zu können. Doch dann war es verschwunden. Die Hitze, das Kribbeln, die Unruhe, die sie erfasst hatte, alles war weg. Noch immer hielt sie den Blick auf den See gerichtet, als sich zwei starke Arme um sie schlossen. »Ein wirklich schönes Kleid hast du da an«, raunte es an ihrem Ohr. »Ja, es ist schön grün und passt gut zu deinem Anzug«, sagte sie mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. »Wie hast du das nur gemacht?« »Ich war das wirklich nicht. Das muss jemand gewesen sein, der etwas gut zu machen hatte«, erklärte Draco der Rothaarigen. Ginny ließ sich ein wenig nach hinten fallen und wurde von einem warmen Körper aufgefangen. Der herbe Geruch seines Parfums kroch ihr in die Nase. Vertrauensvoll schmiegte sie sich an ihm. »Ist er kalt?«, fragte er. Sie schüttelte den Kopf. »Jetzt nicht mehr.« Sie genossen die Anwesenheit des anderen und die Stille der Umgebung. Aber Ginny hatte noch eine Mission. Sie wollte sich bei ihm entschuldigen. Die Rothaarige atmete noch einmal tief durch und begann dann leise zu sprechen. »Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Es war nicht richtig. Ich hätte dich nicht verletzen.« »Ginevra, du hast recht«, unterbrach er sie leise. »Ich hätte mich dagegen wehren können, aber ich habe das nicht getan. Hätte ich schon früher den Mut gehabt und hätte ich es mir schon früher eingestanden.« Ginny drehte sich in seinem Arm um. Sanft legte sie ihm eine ihrer zierlichen Hände an die Wange. Sie sahen sich schweigend in die Augen. In diesem Moment gab es nichts zu sagen. Sie hatten sich verziehen. Ein scheues Lächeln spielte ihre Lippen, als er sich langsam über sie beugte und sie sanft zu küssen begann. Die beiden hatten noch lange am See gestanden und sich immer wieder geküsst und tief in die Augen gesehen. Sie hatten Kraft für das Kommende gesammelt. Als sie nun vor der großen Halle standen, nickten sie sich noch einmal zu, ergriffen die Hand des jeweils anderen und schritten, sich immer wieder verliebte Blicke zu werfen in die Halle. Kurzzeitig verstummte jedes Gespräch im Raum. Ginny und Draco baten sich einen Weg auf die Tanzfläche und sahen abwartend zum Lehrertisch, weil auch die Band zu spielen aufgehört hatte. Minerva McGonagall löffelte sich Unmengen an Zucker in ihren Tee, ohne es wirklich zu merken. Ginny hatte ihren Kopf an Dracos Brust gelegt und lachte leise vor sich hin. Doch dieses Lachen blieb ihr im nächsten Moment im Hals stecken, als sie bemerkte, dass die Hand, die McGonagall gerade das Zuckerdöschen aus der Hand nahm, zu keinen geringeren als Lucius Malfoy gehörte. Draco zog Ginny näher an sich und sah seinem Vater mit hoch erhobenem Haupt entgegen. Ganz gegen Ginnys Erwartungen machte Lucius eine kleine Handbewegung in Richtung Band und kurz darauf wurde der Raum wieder von sanften Klängen ausgefüllt. Ein wohlwollendes Lächeln lag auf Lucius Lippen. Er nickte zu seinem Sohn und dessen Auserwählten zu und wandte sich wieder seinem Tee zu. »Lucius, du überrascht mich immer wieder«, wandte sich Minerva McGonagall an den blonden Mann. »Warum?«, fragte dieser mit hochgezogener Augenbraue. »Was wird der Züster dazu sagen, wenn Draco sich mit einer Weasley einlässt?«, fragte sie ihr mit schmalen Augen. »Sie wird froh sein, genauso wie ich es bin«, antwortete er lapidar. »Ich glaube dir kein Wort, Lucius. Du tolerierst es doch nur, um dir alle Türen offen zu halten«, setzte Minerva bissig hinzu. Lucius' Blick wanderte zurück zu der jungen Weasley. Ihr Vater würde mit großer Wahrscheinlichkeit sehr bald Zaubereiminister werden. Es würde also nicht schaden, dort Verbindungen zu haben.
Malfoy muss immer sehen, wo er bleibt, Minerva.